Wie geht es Ihnen? So werde ich nicht nur heute immer wieder gefragt. Wie geht's Ihnen? Eigentlich geht's mir gut, wenngleich ich bedauere, weiterhin nur wenig persönlichen Kontakt face to face pflegen zu dürfen. Und ich stelle fest, viele sind genervt, viele sind gestresst, manche neigen auch zur Depression oder zur Aggression. So ist es halt, auch wenn der Lockdown weiter verlängert worden ist. Die Gefahr jetzt besteht, dass wir uns immer mehr vereinzeln. Es gibt ja auch keinen Schulunterricht präsentisch momentan. Auch unsere Kindergärten bleiben geschlossen und Pädagogen, sie erzählen davon, dass es eine Bildungskrise geben kann, weil die sozialen Kontakte fehlen. In diesen Tagen ist übrigens auch der Weltkuscheltag, obwohl ich kein Kuschelbertram bin, aber ich freue mich schon, wenn ich wieder mehr Nähe zulassen kann in meinen Begegnungen. Denn ansonsten stehen wir tatsächlich in der Gefahr, dass wir lauter Ich-AGs sind. Jeder in seinem Zimmer, jeder macht sein Ding. Im Homeoffice muss jetzt so sein, aber Ich-AG passt eigentlich nicht zum Menschen. Denn wir sind auf Gemeinschaft, auf Gesellschaft, ja, auf Freundschaft und Beziehung angelegt. Deshalb sehe ich die Kirche auch nicht an als eine Ich-AG, Einzelner, sondern für mich ist die Kirche eine GmbH. Hoppla, werden Sie denken, ist der Bischof jetzt auch schon unter die Wirtschaftler und Ökonomen gegangen? Nein, im Gegenteil. GmbH bedeutet für mich Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Papst Franziskus wurde jetzt vorgeworfen nach seiner Enzyklika Fratelli Tutti, dass er zu wenig von der Zuversicht spricht. Aber wenn man den Text näher liest, dann redet er ganz, ganz oft von der begründeten Hoffnung. Unsere Hoffnung ist begründet. Sie liegt in Jesus Christus, mit ihm in Beziehung zu treten. Das können wir auch jetzt. Denn Jesus ist mit uns. Und wer glaubt und hofft, ist nie allein. Musik.